Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Familie Winter. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und würde sagen, mach es dir bequem, außer du bist gerade in der Mittagspause, aber selbst dann, nimm dir die Zeit, genieß dein Mittagsessen. Und ja, ich hoffe, du freust dich hier auf diese Folge, denn wir werden heute hochschwanger mit unserem Lebensgefährten zwei weiteren Sims der Mutterpflanze den Chaos machen. Ich freue mich drauf, ich hoffe du auch und deshalb legen wir direkt einfach los. Ja, wir sind in Strangerville und unsere Emilia, unserer Süßen, geht soweit echt gut, muss man sagen. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst, das hochschwanger mit ihr zu machen. Aber ich gehe jetzt einfach vom Positiven aus, dass alles glatt geht. Drittes Semester, ich habe sie einmal ein bisschen zurückgesetzt, muss ich gestehen. Ins dritte und dann wieder ins zweite, damit wir ja genügend Zeit haben, weil sie war schon im dritten Trimester und dann kann die Entbindung halt wirklich gefühlt jede Sekunde losgehen. Und damit wir den Prozess überspringen und entgegenwirken, habe ich sie einmal zurück ins zweite Trimester gesetzt. Heißt, wir haben jetzt 4 Tage. Ich bin ehrlich, ich werde sie, sobald sie die Mutterpflanze mit ihrem Partner und ihren 2 Kollegen bekämpft hat, direkt ins dritte Trimester versetzen wieder, damit wir einfach diesen Rückspringer aus der Welt geschafft haben. Und ja, ich habe bis, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass ihr irgendwie was passieren könnte während der ganzen Kampfsession. Aber wer sind denn über unsere überhaupt unsere Mitstreiter? Wie ihr sehen könnt, haben wir unseren lieben, liebenswürdigen, total engagierten Henry mit dabei. Und wir haben den Samuel, ein Militärspersonal. Der hat sich dazu gerungen, uns zu helfen, der Mutterpflanze den Chaos zu machen. Er will nicht mehr sich irgendwelche Geschichten ausdenken. Er will auf jeden Fall nicht mehr den Kopf in dem Sinn in den Sand stecken. Und dann haben wir noch die Mercy. Die waren beide besessen. Wir haben ihnen den experimentellen Impfstoff gegeben. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall 3 rekrutieren und die Infektionsquelle vernichten. Quelle der Infektion vernichten. Wir werden uns alle 4 einmal impfen. Ich habe hier unsere Klonmaschine dabei. Ich habe unseren Impfstoff gegen die Infektion. Genau, und unsere Mercy ist Person Nummer 4 im Bund. Heißt, wir haben 2 Mädels, 2 Jungs, dass es ausgeglichen ist. Die Jungs werden die Muskelkraft machen. Wir haben den Verstand so auf die Ebene. Und ja, wir mussten nach Strangerville, weil ich hatte sie eigentlich nach Hause zu uns eingeladen. Aber ich kriege keinerlei Interaktionen zu Strangerville hin. Das ist halt wirklich freigeschaltet. Wenn du nur in Strangerville bist, dann kannst du alle möglichen Interaktionen durchführen. Einerseits ganz cool, einerseits blöd, weil du jedes Mal wieder hierher musst, selbst wenn du nur Kleinigkeiten machen möchtest. Deshalb würde ich sagen, fangen wir mit dem Henry an. Wir werden Impfen gegen Infektion verabreichen. Genau. Ich habe dir ein paar Screenshots gerade auch mal hier hinzugefügt, was ich so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Nach der Geburtstagsfeier bei John und unserer süßen Sixana, die zum Kind gealtert wurde, ist, habe ich halt die Infektion weiter bekämpft, Sims geimpft, damit wir den schlussendlichen Impfstoff halt herstellen können. Es war ein bisschen ein kleines Drama, die Sporen zu sammeln, die bizarren Früchte zu organisieren. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, um dem einfach ein bisschen den Stress rauszunehmen, habe ich ihr die Klonmaschine gekauft. Die werden wir am Ende wieder verkaufen. Man kann es als Cheaten ansehen, als Unterstützung. Ich nehme es jetzt einfach als Unterstützung. Ich habe das damals bei meiner Nutzer Barry mit der Minty auch schon so gemacht, dass wir einfach viel mit der Klonmaschine gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir verabreichen unseren 3 Kandidaten und uns selbst natürlich auf jeden Fall den Impfstoff. Lass mal schauen. Okay, sie wurde auch geimpft. Heißt, wir hätten 2 Impfstoffe übrig. Das ist gut. Das heißt, ich würde sagen, Impfstoff gegen Infektion trinken. Rekrutieren, um Mutterpflanze zu bekämpfen. Genau, Henry sagt, Schatz, was soll die Scheiße denn? Wieso beschmierst du mich mit diesem ekelerregenden Zeug? Okay, er ist jetzt scheint's rekrutiert. Mal gucken, ob ich den jetzt auswählen kann. Ja, rekrutieren, um Mutterpflanze zu bekämpfen. Ja, natürlich helfe ich dir, die Mutterpflanze zu zerstören. Ich würde alles tun, um Strangerville von dieser grässlichen Infektion zu befreien. Okay, wir fragen jetzt unseren Henry-Schatz noch und Samuel bleibt
bitte hier nicht abhauen. Bitte, bitte, bitte. Henry sagt natürlich auch, Schatz, egal was kommt, wenn das in irgendeiner Weise für dich gefährlich wird, haust du ab. Er hat zu ihr klipp und klar gesagt, er möchte nicht, dass sie das Leben von sich und dem ungeborenen Kind aufs Spiel setzt. Das wäre nämlich natürlich sehr, sehr unverantwortlich. Das heißt, wir müssen da wirklich ein riesen Auge auf sie haben, dass da in keinster Weise irgendwie was passiert. Ich werde natürlich den Safe vorher speichern, bevor wir die Pflanze angreifen, dass wir im Falle der Fälle ein Backup haben. Und ja, es bleibt spannend. Ich bin super, super, super aufgeregt und freue mich sehr. Also hochschwanger mit einer Simmen habe ich das auch noch nie gemacht. Das ist auf jeden Fall Premiere. Henry, kein Blödsinn, ne? Kein Blödsinn. Es wird hier nicht getächtelt, geflirtet. Oh Gott, ich habe einen dezenten halben Herzinfarkt. Sie macht die Tür jetzt auf. Ein zweites Mal. Ich glaube, wir haben sie bisher nur zweimal geöffnet. Aber da ist die Mutterpflanze. Da ist sie. Sofortige Anziehung. Zu wem? Zu Mercy findet er sich angezogen. Okay, dass das natürlich aufpoppt, ist normal. Es geht los. Oh Gott, ich habe... Oh, das ist für mich schon eine halbe Ewigkeit her. Was steht hier? Gegen Mutterpflanze kämpfen mit, versuchen zu kämpfen, versuchen zu kommunizieren, verhöhnen. Ich würde sie auf keinen Fall provozieren. Das habe ich mit der Minty ein bisschen gemacht. Und die Minty, meine ich, ist beinahe gefressen worden von ihr. Deshalb, wir werden sie nicht verhöhnen, nicht provozieren. Wir werden unsere Kameraden auswählen und den Kampf angehen. Oh Gott. Okay, da führt Interaktionen an der Mutterpflanze aus, um ihre Gesundheit zu schaden. Okay, Infektion des Teams. Die Mutterpflanze versucht, dich zu infizieren. Besiege sie, bevor die Infektion dich überwältigt. Oh mein Gott. Okay, sie gehen jetzt alle auf ihre... Okay, Heilige. Oh nein, da kommen schon die ersten Besessenen. Okay, Halleluja. Oh mein Gott, ist das Wahnsinn. Also wir haben hier den Henry kurz nochmal so zur... Schöne Besichtigung. Wir haben hier den Samuel und hier ist unsere Emilia auf dem Podest. Wohl bemerkt und wohl gesagt, sie macht das alles hochschwanger mit dem Baby im Bäuchlein. Und die Mercy ist ein bisschen traurig, habe ich den Eindruck. Was können wir denn jetzt machen? Impfstoff gegen? Infektion werfen? Megaspray, Stoß, Rückzug, Gruppenbefehle, Angriff, Vorsicht, kurz durchatmen, Schlachtruf. Da die Lakaien werden verscheucht. Das ist doch schon mal was Gutes. Wir machen einen Schlachtruf. Oh mein Gott. Ist das Wahnsinn? Oh mein Gott. Wahnsinn. Okay, sie schreit. Okay, sie ist, wir können Impfstoffe werfen. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt mal. Oh mein Gott, okay. Jetzt wird wieder mit irgendwas draufgesprüht. Megaspray-Stoß. Okay. Wahnsinn. Das ist alles hochschwanger. Wahnsinn. Ach, guck mal, die Mercy gibt auch vollen Körpereinsatz. Unser Henry auch. Wahnsinn. Unser Samuel auch. Bisher schlagen sie sich wirklich super. Okay, wir können neue Gruppenbefehle machen. Ich würde sagen, wir greifen an und machen mehr Schaden. Oh Gott, oh Gott. Bitte lass keinen... von unseren Mitkämpfern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, oh Halleluja. Das ist Wahnsinn. Oh mein Gott. Das ist so cool gemacht. Hier drüben haben wir noch die Mercy. Die ist auch ganz fleißig bei. Oh Gott, okay, 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 okay. Oh mein Gott. Wahnsinn. Okay, sie hat nicht mehr viel Leben. Ich habe eben einmal nachgeguckt. Es läuft super gut. Unser Infektionsrisiko ist bei der Hälfte. Ich glaube wirklich, wir können es schaffen. Oh Gott, oh Gott. Wir
Wie geht's uns so? Oh nein, was ist da hinten denn los? Oh mein Gott. Du schaffst das. Oh nein. Oh mein Gott. Er hat verloren. Was ist jetzt los? Ist er jetzt nur bewusstlos? Oder ist er... Befehl, Schlachtruf. Wir müssen die vertreiben. Samuel. Oh nein, das tut mir so leid. Aber sie ist fast tot. Emilia, wirf den Impfstoff. Sehr gut. Haben wir es? Oh mein Gott, haben wir es wirklich geschafft? Haben wir es wirklich geschafft? Oh ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Geil. Wie cool. Und jetzt wird erstmal so ein Po gemacht. Nix Happy Birthday. Abgeschlossenes Bestreben. Muni, wir haben es geschafft. Die Emilia hat es geschafft. Sie hat ihr Bestreben abgeschlossen. Wir haben die Mutterpflanze besiegt. Hoffnungsloser Fall. Der interessanteste Sim auf der Welt. Kupiko, Dia, Talent. Mega. Wow. Emilia, du hast es geschafft. Oh. In Kuriositätsgeschäft gibt es vielleicht eine bizarre Frucht. Man kann sie wiederbeleben. Wie kriegen wir Samuel jetzt wieder wach? Gucken wir mal, ob wir ihn mit einer Umarmung wach bekommen. Ich würde sagen, wir umarmen unsere Mitstreiter einmal ganz doll. Und unseren Henry werden wir natürlich einmal ganz "Ich liebe dich" zuschreien. Und ihn natürlich dann auch einen langen, leidenschaftlichen Kuss geben und sagen, mein Schatz, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft, die Mutterpflanze ist besiegt. Samuel ist leider umgekippt. Der hat den Kampf leider mit der älteren Dame verloren. Aber er hat trotzdem uns tatenkräftig beiseite gestanden. Hey, ich wollte die Mercy eigentlich umarmen und ihr tausend Dank für ihre Unterstützung ausrichten. Yumba Sturm. Henry sagt, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Und sie so, ja, mir geht's gut. Und unserem kleinen Mädchen, uns geht's wirklich gut. Es ist alles gut. Ja, die Mutterpflanze ist besiegt. Ich glaub's nicht. Ich kann's noch gar nicht glauben. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mercy bedanken wir uns natürlich jetzt auch noch ganz herzlich und sagen, hey, vielen Dank. Ohne deine Hilfe wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich kann Samuel leider gar nicht aufheben. Jetzt ist er wieder da. Okay, ihm geht's zum Glück sehr gut. Sie sagt dann auch nochmal, hey, herzlichen Dank. Du warst mir so eine Hilfe. Lustige Geschichte erzählen. Ah nee, nicht romantisch, hier lustig. Wirst dann auch nochmal einen Klopf-Klopf-Witz sagen. Und sie sagt, hier, ich stehe für immer in deiner Schuld. Wenn du irgendwie mal was brauchen solltest, scheu dich nicht zu fragen. Ob sie natürlich dann am Ende hilft, ist natürlich was anderes. Aber sie sagt, du hast auf jeden Fall was gut bei mir, solange es sich im Rahmen hält. Aber ja, die Mutterpflanze ist besiegt. Ich glaube, das werden die beiden feiern, indem sie irgendwo noch schön essen gehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Okay. Wow, ich bin gerade ein bisschen perplex, muss ich gestehen. Ich bin... Wow. Wir haben es geschafft. Sie hat ihre Strangerville-Story durch. Wir müssen jetzt nur das Okkulte noch machen nebenbei. Aber da haben wir wirklich absolut keinen Stress. Ich würde sagen, wir gehen hier in ein romantisches Restaurant, aber nur mit unserem Henry. Ja, da haben wir die beiden, unsere super cuten Turteltäubchen, die es tatsächlich geschafft haben, gegen die Mutterpflanze zu kämpfen. Wir haben sie besiegt. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ich bin immer noch so richtig vor den Kopf gestoßen. Süße, so gern ich dir ein Glas Sekt zur Feier des Tages gönnen würde, würde ich sagen, ihr trinkt beide einen Schluck Wasser. Wir gehen da kein Risiko ein. Und, oh Gott, was ist denn hier alles an Essen? So, ich glaube, das passt so einigermaßen. Sie ist traurig wegen geteiltem Leid. Ja, das weiß ich, meine Süße. Freundlich zu Henry sein, dann machen wir das doch. Dann können wir hier kurz ein bisschen Komplimente machen. Schmeichel ihm mal. Sag, Schatz,
Ich bin dir so dankbar, dass du mit mir gekommen bist, mich unterstützt hast von Anfang an. Du hast mich nicht für blöd verkauft, als ich dir gesagt habe, hier ist irgendwie was im Busch. Das läuft nicht so, wie es sein soll. Sie möchte auf jeden Fall was trinken. Und er sagt dann, hey Süße, überhaupt kein Thema. Ich stehe immer hinter dir, egal was. Wie süß. Wir werden auch nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen und die beiden werden wirklich zur Feier des Tages sich einen total entspannten, ruhigen Tag machen. Den haben sie sich wirklich verdient. Die Süße ist jetzt auch im dritten Trimester. Ich habe das auch eben einmal ganz fix gemacht hier. Die Erbindung kann jederzeit natürlich starten. Er war direkt hin und weg von ihr und will sie nie wieder missen müssen. Die beiden sind einfach so, so, so cute zusammen. Ich bin echt mal gespannt, wie die Kleine dann aussieht, wenn sie zum Säugling wird, heranwächst. Und ja, dann kriegen wir sogar schon das zweite Baby aus der nächsten Generation. Wir haben den kleinen Liam schon bekommen. Und Emilia und Henry haben direkt gedacht, ja, wir machen mit bei dem Babyboom. Omi und Jerry natürlich in dem Sinn auch, auch wenn der Jerry nicht der leibliche Vater der Kinder ist. Ist da auch ein Baby, sogar Zwillinge im Anmarsch? Und ich meine, die Naomi ist hier irgendwo gerade vorhin an mir vorbeigehuscht. Okay, sie ist mittlerweile gegangen, aber ich hatte sie auf jeden Fall aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, wir haben einen riesen Meilenstein mit der Emilia abgeschlossen. Ich muss dann mal in meiner Notion-Liste gucken, was als nächstes Bestreben ansteht, wenn wir das Strangerville-Bestreben abgeschlossen haben, ob ich mit der Vanni da schon mal drüber gesprochen hatte. Wir werden auf jeden Fall weiter die okkulten Typen nachgehen. Wir wissen bisher, sie hat bisher mit Vampiren, mit der Emmy, lustigerweise schon Kontakt geknüpft. Wir haben noch Aliens, wir haben Werwölfe, wir haben Hexen und wir haben Geister. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Werden dementsprechend die Videos dazu natürlich auch noch drehen. Ich muss mal gucken beim nächsten Tantiemenbericht, ob wir schon ein Video über Vampire gemacht haben. Wenn ja, können wir den nächsten okkulten Typ angehen. Wenn nicht, müssten wir das noch schnell abdrehen und veröffentlichen. Und ja, so ein bisschen in diese Theorie reinschnuppern. Wieso, weshalb, warum? Ich freue mich da auf jeden Fall super drauf, die ganzen okkulten Wesen kennenzulernen. Und ja, mal gucken, was noch so bei den beiden Süßen uns zu einer großen Überraschung führen würde. Ich habe nur ein bisschen was geplant, das kann ich hier schon mal verraten. Und ich hätte so gerne mal... Genau, da. Schaut, wie süß, oder? Schaut's euch an. Wir haben jetzt so ein paar Leutchen im Hintergrund. Ich glaube, der Henry, der freut sich auch extrem auf seinen Nachwuchs. Der hat sich nämlich auch total über die Schwangerschaft gefreut, als wir sie verkündet haben. Dann werden wir noch einen kurzen Tanz machen, bis unser Essen kommt. Ein bisschen die Zeit, die Romantik einfach genießen. Wir können uns jetzt halt wirklich voll und ganz auf das Familienleben konzentrieren. Wir haben Strangerville komplett hinter uns gebracht, hinter uns gelassen. Wir haben einen riesen Beitrag für die ganze Sims-Welt gemacht, sage ich jetzt mal, auch wenn es jetzt nur Strangerville betroffen hat, haben wir doch extrem viel gemacht und ich finde, sie haben sich jetzt wirklich mal so eine kleine Auszeit gegönnt, die sie für sich einfach mit ihrem ungeborenen Kind genießen dürfen. Wir werden auf jeden Fall Urlaub eintragen, sobald das Baby auf die Welt gekommen ist, da sie sich wirklich komplett Zeit für sich nehmen können. Und ich freue mich schon so, muss ich gestehen. Das war halt wirklich auch total ungeplant, dieses kleine Mäuschen hier drin in ihrer riesen Babykugel. Aber da die Emilia zu den aktiven Haushalten gehört, ich habe absolut nichts gegen kleinen Liam. Ich habe mich super gefreut. Es war total spontan, dass der auf die Welt gekommen ist in dem Sinne. Es waren ganz andere Pläne vorgesehen. Aber ich finde es schade andersrum, dass ich ihn auch nicht so oft aktiv sehe. Ich sehe ihn halt immer nur im Nebenbei spielen, im privaten Spielen. Deshalb freue ich mich umso mehr auf das kleine Mäuschen von Emilia und Henry. Und es ist so süß, wie sie hier die ganze Zeit tanzen. Oh, wie süß. Nein, ist das cute. Sind die nicht zuckersüß, die zwei? Doch zuckersüß, oder? Ja, schön.
Sie haben es tatsächlich geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir die Mutterpflanze besiegt haben. So einen riesen Schritt abgeschlossen haben in ihrer Geschichte, sage ich jetzt mal. Es fehlt jetzt echt nur noch die okkulten Typen. Wir müssen ihre Karriere ein bisschen vorantreiben. Denn da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch 4 Level vor uns, bevor da der nächste große Schritt getan werden darf. Und die beiden sind einfach so süß zusammen. So süß. Einfach cute. Die beiden werden einfach Eltern. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und dann werden wir noch einen wunderschönen romantischen Abend zu zweit machen. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wann das kleine Mäuschen dann auf die Welt kommt. Wann sie sagt, hier, mir reicht's, mir ist das zu eng. Ich will jetzt endlich richtig bei Mama und Papa sein. Und ich freue mich schon sehr auf den Nachwuchs, auf die Geburt. Ich glaube, wir machen eine Geburt im Krankenhaus. Kannst du auf dem Tisch setzen, mal malen. Du rein theoretisch auch, das habe ich mit Erwachsenen noch nie gemacht. Jetzt stehen sie hier alle bei uns vor dem Tisch. Was soll denn das? Könnt ihr euch nicht hinsetzen? Ich glaube aber, wir gehen ins Krankenhaus und machen eine ganz normale Geburt. Ich glaube, die Emilia hat da, glaube ich, zu viel Angst, dass irgendwas passiert, wenn sie das zu Hause mit ihrem Schatzi macht. Deshalb, ich glaube, sie würde sich da große Unterstützung wünschen. Und wir können dann mal hier ein bisschen flirten. Ich finde ihre kleinen Ausraster immer so knuffig. Ja, mal gucken, wann wir unser Essen bekommen. Wir haben mittlerweile 23.52 Uhr. Es dauert nicht mal lang, dann ist der Tag rum. Und wir sind in einem neuen Tag. Und jetzt gibt er ihr den Blumenstrauß, oder? Oh, wie süß. Ja, leider ist hier so eine Stufe drin. Und das kriegen die Sims nicht so gebacken. Aber sie sagt dann, oh, das wäre doch nicht nötig gewesen, mein Schatz. Also doch, du hast so viel die letzte Zeit gemacht. So eine kleine Aufmerksamkeit muss dann schon sein. Oh, unser Essen ist endlich da. Heute kriege ich selbst langsam Hunger. Aber unser Essen ist da. Können wir auf jeden Fall hier essen und trinken. Hat doch noch alles geklappt, wie cool, wie cool. Es tut mir leid mit dem Rumgehopse der Kamera, aber das ist bei diesem Grundstück so, so schlimm. Aber ich finde, dass dieses Restaurant so schön eingerichtet. Und vor allem, man hat eigentlich echt gut Platz, nur das mit dem Rumgehopse halt die ganze Zeit. Und das ist halt das einzig Störende so ein bisschen. Und wir gucken einfach mal, ob oder ob nicht Emilia diesen Schritt gehen möchte mit ihrem Henry. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ja, der Henry wird jetzt einen Heiratsantrag machen. Ich freue mich so. Oh, ihr Süßen. Können wir da ein Foto machen? Bitte. Oh ja, wie cool. Ja, nice. Wie cool. Das müssen wir ja auf jeden Fall festhalten, dass er sich gefragt, dass er sich getraut hat, diesen großen Schritt einzugehen. Und er sagt, mein Schatz, ich habe den gesehen, ich musste sofort an dich denken, dass der so gut dir stehen würde und ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Du glaubst ja gar nicht, wie sehr ich dich liebe und mal gucken, sagt sie ja? Ja, sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Wir haben doch jemand, der bald heiraten wird in unserer Familie. Wir haben das dritte Pärchen, eventuell zweite Pärchen, in Anführungsstrichen, dass sich das Ja-Wort bald geben wird. Heißt, wir haben für die Familie Winterwoche einen schönen Ideenfluss, den wir umsetzen können. Und die beiden haben verlobt. Ei, wie süß. Ach, ich freue mich. Ja, unsere Emilia und unsere Henry, die werden heiraten. Romantische Zufriedenheit beginnt. Ja, wie schön. Soeben Henry verlobt. Ja, okay. Das Haus ist nicht sehr groß, größer geworden, aber man sieht es hier am Dach. Das habe ich leider vergessen zu versetzen. Ich habe hier diesen Kasten um einen. Das waren genau 4 Felder. Den habe ich erweitert, dass wir hier hinten einfach so ein bisschen mehr Platz haben. Das Büro ist jetzt hier reingewandert. Ich habe 1-2 Pflanzen verkauft und jetzt haben wir hier halt das Schlafzimmer und das Babybett.
wie das am Ende dann ist, wenn die Kleine ein Säugling ist und dann zum Toddler wird, wie sie natürlich älter machen und so, das gucken wir uns dann alles Stück für Stück an. Aber wisst ihr, was wir jetzt auch noch drauf knallen? Damit sie ein bisschen Strom sparen, werden wir ihnen 6 Solarpaneele draufklatschen. Das sollte reichen vom Geld. Ja, wir haben da noch 1000 übrig. Genau, sonst ist nichts groß sich verändert, hat sich nichts groß verändert. Es ist halt hier einfach nur größer geworden. Ich habe die Dinger verkauft und diese preiswerteren hingestellt, dass wir so ein bisschen so eine Raumabteilung haben. Und ja, das ist unser süßes Häuschen. Wir haben jetzt einen Geldfruchtbaum. Die Emilia hatte nämlich ganz fleißig Punkte gesammelt und hat immer noch 3.295 übrig, wohl bemerkt. Aber ja, ich würde sagen, wir können hier nochmal ein bisschen Romantik walten lassen. Genau, während die beiden jetzt dem Baby vorlesen, können wir hier nochmal gucken. Genau hier haben wir das Vampirfoto als Beweis, dass wir einen Vampir kennengelernt haben. Und hier ist das andere Foto. Genau, wir haben 2 Stück. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht hier irgendwo so eine kleine Wand dann hinmachen. Aber ich würde erstmal sagen, wir lassen das da oben. Und die sehen doch nicht so süß aus, oder? Wie kann ein Pärchen so süß sein? Ich finde die so knuffig, die zwei. Und ich hoffe, du freust dich natürlich auf die weitere Geschichte mit Emilia, Henry und der kleinen Maus, die, ja, irgendwann dann auf die Welt kommt, die nächste Zeit. Die beiden sind auf jeden Fall total hin und weg, freuen sich auf ihre kleine Mausi. Das Haus ist soweit vorbereitet. Oh, du musst schon wieder auf Toilette, dann geh mal ganz schnell auf Toilette, los, los, genau. Ich werde die Bilder jetzt machen, noch hinhängen, die wir jetzt so schön gemacht haben. Und ja, hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat. Ich sehe hier gerade einen Teller, den kann die kleine Mausi mal essen. Und den Kuchen packen wir hier ein. Emilia geht jetzt noch auf Toilette, dann wird sie sich auch schlafen legen. Und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Kommentar und ein Abo von dir freuen. Wenn du neu bist, vergiss dazu die Glocke natürlich nicht, damit du keine weiteren Videos verpasst. Bei mir gibt es Sims 4 als auch Guild Wars 2 Videos. Ich freue mich drauf, möchte dich somit auch willkommen heißen und erstmal ein rieses, dickes Dankeschön nochmal raushauen für diese vielen Abonnenten, die in letzter Zeit dazu gekommen sind. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, ob das mehr Guild Wars oder mehr Sims ist, ist mir auch egal. Ich bin trotzdem dankbar für jeden einzelnen von euch, möchte dicke, dicke Danke sagen. Dankeschön. Und ja, ich freue mich dann, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Wir müssten dann beim nächsten Mal bei Kira und Preston sein, bin ich mir halb sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich müsste es so sein. Oh, wieso war da jetzt ein Minusstrich? Mein Gott, ist der hier Babybauch riesig. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott. Hat die vielleicht doch nicht nur ein Baby drin, sondern 2? Heiliger ist ihr Bäuchlein groß. Oh mein Gott. Aber ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sag danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.